Willkommen zurück zu Episode 2. Hades hat eine richtig hohe Zugkraft. Ich hatte Hades nach der letzten Episode ausgemacht, wollte eigentlich etwas anderes aufnehmen. Hab das dann wieder geschlossen und hab Hades wieder gestartet. So, mit Schlüssel eine Waffe freischalten. Ja, wir haben einen Schlüssel. Ein Schlüssel und wir können uns den Bogen holen. Was ist das? Warum ist das so für Umme? Ah, das Standardschwertchen. Let's see what's in here. Herzsuchender Bogen. The Heart Seeker. Let's deal some deaths. Over here. What the? Powerschuss. Lass uns mal blicken für Powerschuss los. Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. Yes. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. Gut. If you insist. Hey, not bad. Wir haben aber keine Ruhe Reichweite. Ah, doch. Wenn ich kurz drücke, schießt er kurz. You call that a kiss? Okay, das wird interessant werden. Ups. Wie geil, der Humor ist echt Deluxe. Bet I got you pretty good. Nee, nicht nochmal. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit dem Bogen kommen. That looks like a Daedalus hammer. Enchantments for my weapon. Mit 20% mehr Schüsse. Ich bin bis zu einer heimnehmen und Dreifachschuss. Daedalus, wherever you may be right now, thank you. Oh ja. Ich glaube, das war eine gute Idee. Na, hat's mich gepennt. Ja, also einfach Schuss ist super. I can use this to unlock a weapon. Sieht beides interessant aus. Also er wirkt jetzt auch weitaus mächtiger als das Schwert war. Mal gucken, mal, wie lange das anhält. Your father Hades and my father Zeus have not communicated in some time, and Zeus refuses to explain. Something transpired between the two of them. Perhaps you know better than I. Spurt könnte jetzt ablenken, aber es hat nicht so gut funktioniert. Hier aber Spezialität kann ablenken. Dadurch, dass es ein AOE ist, könnte das hilfreich sein. Ich schieße einfach auf alles. Ja, Niederkristalle. Nein!
So gesehen wie Uncharged. Ich muss jetzt mal mich mir angewöhnen, vorsichtiger zu spielen. Ich bin immer so schnell unterwegs. Was nicht immer die gut ist. Ja. Ja, die größere Gefahr jetzt irgendwie im Bogen ist, dass ich so abgelenkt bin, weil ich aufs Ziel achte. Dass ich alles um mich herum ignoriere. Ernsthaft? Das gefällt mir beides. Nehmen wir erstmal das Offensichtliche. Ey. Ah. Das sieht nicht so gut aus. Warum ist ein Totenschädel eigentlich... Kann ich hier hinfliegen? Ob Doom, Castlevania... Noch viel mehr. Wird's gerade nicht einfach. Aber ich kann nicht mal so aktivieren, ich muss vorbeilaufen. Oh, Divine Arrow. You take good care of Coronaut for me, so I can try it too once you're up here. Die Scheujägerin des Olympus sind unübertroffene Bogenschütze. Kraftvoller eine Chance, 50% kritische Schaden hinzuzufügen. Jeder Schaden, den du zufügst, kann potenziell kritisch sein. Ja, plus 4%. Nein. Oh, Fettklunke und Schlüssel. Ich bin zufrieden mit dem Bogen erstmal. Holen wir uns lieber mal die Klunke. Ich muss mich nur bewegen. Ausweichen nutze ich immer als letzte Möglichkeit. So profan das klingt. Aber bewegt sich ja recht schnell, eine hohe Laufgeschwindigkeit. Ich hab beide reingecharged. Das ist auch gut zu wissen, die gehen nur, die chargen nur auf Range an. Also auf die letzte Position, in der ich stand und nicht weiter, auch wenn ich auf dem Weg noch quasi hinten dran bin. Ah, die haben schon drauf mit Mechaniken, also Level Design. Kannst du mal aufhören? Das ist schon mächtig, diese rote Kristall. Hallo? Wo denn? Ach, da. Klucke! Stimmt, damit können wir das Haus einrichten. Das ist Poseidons Dreizack. Hey Lance. Nee, das ist ein Scherz. Ich mach wahrscheinlich nicht mal. Das ist ja böse. Ein Treffer noch. Ah, ich kann, werde aber wiederbelebt, deswegen nicht aufgeben. Ich sollte wiederbelebt werden mit 50% HP, dann versuche ich jetzt noch so viel Schaden wie möglich zu machen. Usch. Nee. Also Kristallader in der Mitte. Natürlich. Das
böse, dass es zielsuchende arkane Geschosse. Yes. Anyone else? So angeben, mir Blutwasser geschwitzt. It's got to be. Then, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ahoy there, little Hades. You recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Gerne. Boon for a boon. Flutschuss. Also ich böse, dieser Angriff mit dem roten Kristall ist schon recht gut. Nein! Die ganzen Vasen ganz gesund. Oh ja, hallo? Aber hallo, man macht aber mächtig Schaden. Ich erschließt sich mir das Spiel. Was ist das? Einkaufen. Ich brauche HP. Some of Charon's wares. Nicht sogar, du findest eine höhere Seltenheit. Ja, super. So viel Kohle habe ich nicht. 27? Die Chance, das getötete. Ah. Das. Payment in full. Das können wir noch mitnehmen. Perfekt. Ist das wunderbar gestaltet hier. Ja, neue Gegner erstmal einstellen. Was macht er? Erstmal nichts. Nein, aber ich komme nochmal zurück. Doch, hallo. Was ist mein 50%? Ah, das ist eine 50% Chance. Ne, das ist 50% LP, oder nicht? Nein. Zum Glück habe ich das vorher noch geschafft mit den Elite, was das waren. Da hatte ich doch beim Spiegel was geskillt. Habe ich das falsch verstanden? Ja. Right. Naja, wir lassen gleich den Spott über uns ergehen. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. What, wait, you're giving me your codex? I can't accept something like this. Please, I insist. I want your love of history to grow, not just your love of warfare. Besides, maybe you can finish out the rest of it. I'm grateful. Cool. Hier Kerberus. Skelly. Ah, da kann man schön durch. Oh, das ist gar nicht so viel. Bei den Göttern. Ja, wir lesen. Ein bisschen lesen wir. Geht nicht weg, wir lesen nicht alles. Okay. Titonische Götter. Ehrwürdiger Hades.
Was kann man über die Gebieter sagen? Er gebietet nicht nur über das Haus, in dem ich arbeite, sondern über das ganze unterirdische Reich, den Ort, in dem wir alle nach unserem Tod gehen. Er ist ein Gott mit Charakter, das muss ich ihm lassen. Wessen Sohn er ist, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Schon von Kindesbeinen an schien er sich im komfortablen Haus des ehrwürdigen Hades nicht wohlzufühlen. Eines Tages nahm ich ihn auf Geheiß des ehrwürdigen Hades unter meine Fittiche. Der Gebieter befürchtete, seine Nachfolger lebe ziel- und zügellos dahin. Zagreus fand Gefallen an der Kriegskunst und ich sage jetzt voller Stolz, dass er mein Schüler war. Mutter Nacht, so nennen wir sie gern, wenn sie sich uns ach so selten liebevoll zuneigt. Sie muss sich um ihre vielen, vielen Kinder kümmern, die jetzt in so viele Winkel zerstreut sind, dass sie nicht mehr zählen kann und vielleicht selbst sie nicht. Hypnos. Es heißt, der Schlaf sei der Vetter des Todes. Das ist nicht ganz richtig, denn die beiden sind Söhne von Nyx und damit Brüder. Erst so nennen wir Hypnos. Träge und im Halsschlaf wacht er über den Teich des Stücks in der Eingangshalle des Hauses und hält fest, wer im Reich des Gebietes ankommt oder dorthin zurückkehrt. Wunderbar. Ja, hat er gerade gegrinst? Der Geist ist da zum Achilles und hat gegrinst. Na gut. Also gut, dass wir spulen können. Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun around here, and you seal it shut. Oh, I had little choice about that boy. You see, after you fled the first time, Cerberus, why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. May you yet come to yours. Zu geile Gespräche mit dem Vater. You like it when you get pets like this, don't you, boy? Also das braucht man auch zu Hause. How's everything been going lately, boy? What's the good word? The Underworld Prince's casual inquiry serves but to frustrate the Infernal Hound, as none of his three heads possess the gift and curse of speech. Der Sprecher klingt wie der Sprecher von Darkest Dungeon, was gut ist natürlich. Kleinere Beute, Unterweltrenovierung, Kammern können ein Infernal... Ja! Hallo. The ever-shifting chambers of the underworld ought to be a little livelier with this. That shall be of no help to you, I'm sure. Ja, warte nur ab, Vater, warte nur ab. The life the fates apportion to you. Keine Truhen. Checken wir mal den Spiegel. 77 jetzt. Genau. Plus 1 zusätzlich Spurt. Bitte. Hm. 10% plus Schaden. Das ist plus 10% Schaden, das ist halt schon was. Und wieso? Das hatte ich doch zuvor geskillt. Das meinte ich vorhin. I need more darkness. Oder ich habe das in der letzten Episode gemacht am Ende, habe das Spiel beendet und er hatte das da nicht gespeichert. So was hätten wir rein theoretisch noch. Oh, das sieht auch nett aus. Was ist das? I need to track down more Chthonic keys. The courtyard of the House of Hades is kept neat and orderly, in contrast to the terrifying sprawl that lies beyond. It's not that orderly, really. I'll have to come back later. Das ist aber wieder irgendwie ein Monolog, wenn man da vorne hingeht. Tartarus, I won't be stuck here all my life. Das sieht schon sehr geil aus. Screenshot-Teil. 10. Ich finde es krass, dass das Spiel hat noch erst eine Version 0.2.5. Das spielt sich bisher, mal abgesehen von ein paar FPS-Drops, die ich hatte, no wie eine Stable-Version. Also, ich weiß natürlich noch nicht,
wie weit der Umfang ist, aber man kann es komplett schon spielen, also durchspielen. Meiner Kenntnis nach. I took you for an archer, though the power of that bow is undeniable. Use it wisely. Divine protection. So, 10 Kammer haben wir diesmal geschafft. Ich werde jetzt andere Symbole nehmen, als die, die ich schon hatte. Na gut, dadurch, dass jetzt Codex hat, jetzt fängt das an eins drin. Fest. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until. Good thing I'm not dead. Oh, zweite Kammer. Wenn das überhaupt davor als erste Kammer zählt. Ich habe jetzt gerade mal den Schadensoutput getestet. Das ist schon ein epischer Unterschied, wenn ich nur tippe. 20 und max 50. Wieso ist es gesperrt? Das kennen wir schon. Egal. Ich will mal alle Symbole austesten. Ein einzelner Kern eines Granatapfels hat in der Unterwelt eine mächtige Wirkung. Okay. I feel stronger. Irgendeine Art Trank. Oder Rost. Sieht aus wie so ein Geheimnis. Oh, nicht die Dinger schon wieder. Nektar. Der Trank der Götter ist eine der begehrtesten Köstlichkeiten der Unterwelt und vielleicht eine der wenigen Quellen echter Leichtigkeit hier in diesem Reich. Erfahrung, die ich sammeln möchte. Das RT schenken? Wie schenken? Das ist Schenk. Wir machen es mal.
Lady Artemis, I hope that you'll accept this offering for all your kindness and support. Huh? Hey, thank you for this, really. And I've just the thing to offer in return. It's just a gift, okay? Lady Artemis, you honor me. Feinspitze Adamant. Harassing you throughout that underworld just won't give up, will they? Well, just keep killing them, I guess. The dead had better hide. So, oben haben wir noch diesen Pfeil angezeigt. Aber ich kann nicht in Test gucken, ob ich das per Maus anklicken kann. Okay, aber wir haben das auf jeden Fall. Das ist ein Adamant-Pfeil. Eine Adamant-Spitze. Nicht zu verwechseln mit Krokant. Oh, das hört sich so aus, was Gutes. Da braucht man den nicht, weiß auch nicht warum. A key to a weapon. Ich bin immer noch unschlüssig darüber, ob es sich lohnt, die Dinger zu zerstören. Oder Energie. Ich hab ganz vergessen, dass ich zweimal miteinander spulen kann. Das stimmt ja. So. So, roter Splitter ist hier irgendwo. Ich bin mal jetzt gespannt, ob ich ihn beim nächsten Mission. Ja, genau, er saugt ihn automatisch ab. Aber super praktisch, dass man nicht jedes Mal das zurücklaufen muss. Ah, die Kollegen schon wieder. Ja, jetzt habe ich. Jetzt habe ich zweimal Spurt. Bei den Kollegen. Das ist total umfallen, ja. Had enough. How about, young man? We cease with all the trifling down there and cause a real storm for once. Take now the fiercest of my powers and you show your no good father what you're made of. He's offering an exchange.
Trunk verletzt wird, dann geht er vom Disk drauf. 150 Racheschaden? Als oft will ich auch nicht getroffen werden. Ich glaube, in Summe wird es mit dem Ausweichen mehr Schaden. Ja. The Thunder God's Might. Pests. Dass ich die ganze Zeit im Spurten bin. Ist das ganz gut, dass es halt auch Schaden macht. Das ist auch praktisch. Ja. Look what I found. Darkness. So, Granatapfel. Hier, Thor's Hammer. Spricht nicht mal mit uns. Ah ne, haben wir das Daedalus. Besondere Angriffsvariante. Weißt du was? Und hier Dreifachschuss. Feels lighter than before. Klunker für Renovierung? Made it this far. Doch. Vor allem, es gibt da auch sinnvolle Dinge. Infernal troves. Was ist da los? Ah, da kann man die Fallen gut nutzen. Gemstones. Cool. So. Brauche ich eine Sonnenbrille? No time to lose. Okay, jetzt, ich glaub, jetzt muss ich schnell genug töten. Umso besser ist dann die Belohnung, glaube ich. Ah, nein. Ach du heilige Scheiße. Wo ist da noch einer? Ich sehe ihn gar nicht. Ja. Blood and darkness. Finally. Hm. I'll take it. Auf jeden Fall.
Ach, so knapp. Nein, nicht mehr von ihm. Was ist denn hier? Das wirkt irgendwie feierlich. Oh! So ausgutscht. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus, promising terrifying dangers far beyond the underworld prince's reckoning. And I can reckon quite a bit. Took care of those for you, mate. Okay. Just what I need. Why, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and sure is awfully convenient to be running into you like this. I had all this coin I wanted to get rid of. Sehr schön. Der stygische Fährmann ist vieles, aber leider nicht gesprächig. Ich habe versucht, seine Zunge zu lösen, aber vielleicht nicht überzeugen können. Well, this is awkward. Halt, Sagrius. Not one step further. Megere, erste der Ringe. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back, like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it... I'll have to go with the painful way. Ja, die Sprecher sind richtig gut. After my own heart. Okay, erstmal gucken, was sie tut. Ah, Falle. Ah, das sind Fallen, da muss ich echt aufpassen. Ja, jetzt muss ich gerade sagen, ich versuche mich auf sie zu konzentrieren, aber es sind schon zu viele Kollegas. Richtung schießt, bitte. Ja, klar. Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe. Ich hoffe, sie hat keine drei Phasen. Aber diese Situation erinnert mich jetzt auch ganz stark an Pyre. Ah, okay, vergiss den Dreischuss. Zumindest solange sie ihr Aui-Kram macht. Was? Das Sprecher ist... Alter, ne? Ach du... Was ist eine Peitsche oder was war das? Nein, jetzt ruft sie noch verstärkt, noch mehr verstärkt. Ich habe den Jahrestag nicht vergessen.
Gut, ich habe ihn vergessen, aber... Bitte. Kein Spinat. Oh, nein. Gott, die 4 HP. Oh, ich glaube, sie wird sauer. Sie wird sauer. Schon wieder? Nein. Das Gefühl habe ich auch. Nein, jetzt hat sie doch eine Phase. Nein, 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 nein. Diese Scheißfallen, ich habe mehr HP verloren bis an den Fallen als in irgendwas anderes. Ich kann echt Energie überhaupt. Woher? Ah, der ballert da unten, ich sehe ihn nicht mal. Nein. Okay, ich habe ganz vergessen, dass ich hier ablenken kann, die Schüsse, mit meinem Dreieckschuss. Wobei es schon heikel ist, glaube ich. Wollen wir es trotzdem testen. Ah, ein Treffer noch. Nein, und voll reindecken. Sie war jetzt gar nicht so schwierig. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Spezialskill auf Kreis gehabt hätte mit dem AOE, den wir davor hatten, dann wäre wahrscheinlich auch drauf gegangen, aber ihr wisst, was ich meine. Wunderbares Spiel. Also richtig, richtig geil. Jetzt müssen wir es wieder bis wieder durchbattlen, aber er wird ja stärker, dann geht man wieder hin, dann wird man noch besser, dann kennt man die Gegner noch besser. Und wenn ein Roguelike gut umgesetzt ist, dann sieht das so aus. Fantastisch. Ach ja. Falls ihr so Leute seid, die sagen, ja, das ist mir zu stressig, solche Arten von Roguelikes. Es gibt eine schöne Einstellung hier, die heißt Göttermodus, da unten. Und wenn ihr die aktiviert, hier steht es auch, der Tod ist in der Unterwelt keine große Sache. Schalte dies ein, wenn du nicht so recht vorankommst, wenn du dich auf die Story konzentrieren möchtest oder warum auch immer. In diesem Modus bist du sofort zäher und mit jedem Ableben steigt deine Zähigkeit weiter. Also da ist genau das Gegenteil zu dem, was ihr quasi in Souls und Co. habt. Da werdet ihr schwächer mit ihm tun. Und ja, finde ich auch cool, ja, dass sie solche Wege gehen. Wir spielen es ohne Göttermodus, aber entsprechend oft sind wir jetzt auch schon draufgegangen. Naja, ich hätte sie jetzt gerne gelegt, aber in der nächsten Episode geht's weiter und in der nächsten Episode wird's wahrscheinlich genau dort starten, wo wir dann einfach gegen sie kämpfen. Ja. Adios.